Kannst du nicht aufpassen, wohin du reitest? Ich meine, Das tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen. Liebe. Verrat. Ich habe immer überlegt, wann der beste Zeitpunkt ist, dir zu sagen, dass ich dein Vater bin. Böse Intrigen. Zieh sie hoch, Junge! Das bitte wirklich. Und ganz, ganz viel Leidenschaft. Ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher. Jeden Tag schlägt die Telenovela für uns ein neues Fernsehkapitel auf. Woher kommt die Telenovela eigentlich? Aus dem vorrevolutionären Kuba. Lange vor Fidel Castro war es dort üblich, dass Fabrikarbeiterinnen beim Zigarrendrehen vorgelesen wurde. So verging die Zeit schneller. In den 30er Jahren ersetzte ein neues Medium die Vorleserinnen. Die Radionovela war geboren. Und mit dem Fernsehen kam dann wohl die Telenovela. Genau, der Fortsetzungsroman im Fernsehen hatte in Lateinamerika schnell ein treues Publikum. Und worum ging's inhaltlich? Um die Liebe natürlich. Telenovelas wie Die Sklavin Isaura erzählten märchenhafte Aschenputtelgeschichten. Junge Frau aus Unterschicht verguckt sich in reichen Mann, muss sich aber gegen fiese Gegenspieler zur Wehr setzen. Eine Geschichte, die in den 80er Jahren auch in Deutschland erfolgreich war. Und wann gab's die erste deutsche Telenovela? Die ging erst 2004 auf Sendung. Bianca war die erste, die im ZDF zuckersüß Wege zum Glück suchte und fand. Und auch im ersten durften Frauen im Sturm der Liebe in starke Männerarme fallen. Sieht verdächtig nach Seifenoper aus. Nö, eine Telenovela ist keine Seifenoper. Wieso? Anders als bei der Soap steht eine Geschichte klar im Mittelpunkt. Und zwar die der meist weiblichen Hauptfigur. Sie lässt uns sogar an ihren Gedanken teilhaben. Eine Soap kann endlos sein, eine Telenovela nie. Nach einem Jahr, also etwa 250 Folgen, ist Schluss. Aber Sturm der Liebe hat doch schon viel mehr Folgen. Stimmt, hier wird einfach nur jedes Jahr die Hauptdarstellerin ausgetauscht. Mit jeder neuen beginnt auch eine neue Geschichte. Und wie geht die aus? Natürlich gut. Und zwar immer. Keine Telenovela ohne Happy End. Kitschig. Na klar, aber wunderschön. Pleatsch, Wissen zum Weitersagen. Wisst ihr, jetzt wissen wir auch, wie das funktioniert mit der Telenovela. Und das Judith, du bist seit 2005 dabei. Am ersten Tag war ich schon. Am ersten Tag sozusagen. Folge. Ganz von Anfang an, dass du nach 250 Folgen nicht ausgetauscht wurdest, liegt einfach daran, weil du bist im Grunde nicht die... Ja, du bist nicht weil ich nicht die Titelfigur genau. bin. Genau. Aber der heimliche Star. Und was wäre ein Fünf-Sterne-Hotel ohne ein Zimmermädchen? Das wird ja gar nicht gehen. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Das gehört zur Besatzung dazu. Na, ist ja hallo. Logisch. Kannst du dich noch daran erinnern, diese Anfänge bei Sturm der Liebe? Wusstest du schon, worauf du dich so einlässt bei der Geschichte? Nee, ich dachte eigentlich auch, 6 Monate jetzt erstmal wieder in München sein. Ich war ja eigentlich in Berlin. An mehr habe ich nicht gedacht. Ich habe nur interessanterweise, und es ist wirklich die Wahrheit, gesagt, hoffentlich wird es so wie bei Hans Rosenthal, dass alle Familien wieder zusammen vor den Fernseher sich setzen. Ist ja so. Und das Gebet wurde erhört. Tatsächlich, jeden Nachmittag, kurz nach 4, im ersten, Sturm der Liebezeit. Super. Für viele ganz klar angeheftet, dieser Termin. Momentan ist gerade Sommerpause. Mhm. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich sehe immer nur diese alten Geschichten jetzt. Ne? Also ich bin ja, will ja wissen, wie es weitergeht, aber es sind nur die alten Geschichten. Wann geht's weiter? Ich fühle mich so geehrt, dass du das schaust. Ich finde es so toll. Wieso? Klar, morgens in der Wiederholung. Cool. Wann geht's weiter? Wann dreht ihr wieder? Das verschiebt sich gerade alles ein bisschen. Da kann ich die Daten jetzt nicht genau sagen. Mhm. Also. Aber du warst du auch für eine gewisse Zeit lang weg. Ja, da war ich kugelrund. Aha. Habe ich gesagt, jetzt muss ich Babypause machen. Krieg ja ein Kind, um ein Kind zu bekommen und nicht um einfach weiterzuarbeiten. Hätte man das nicht auch möglicherweise in die Rolle mit einarbeiten Hätte können? Hätte ich sogar dürfen. Ach. Dann habe ich mir gedacht, nee, also zum einen soll er recht haben, einfach Kind zu sein. Und zum anderen wäre das ein bisschen komisch, wenn mein Sohn Mama sagt, aber zu einem anderen Mann dann Papa. Und dann muss er plötzlich wieder weg. Und da sind so viele Kleinigkeiten, wo ich gesagt habe,
Ich mach erst Babypause und dann komme ich halt wieder. Mach erstmal Babypause und mein Baby soll erstmal Baby sein und Kind sein Kind genießen und dann kann man später immer noch reden. Wir schauen uns mal ein paar kurze Impressionen von dir aus. An, Sturm der Liebe, die Tanja, gespielt von Judith Hildebrand. Willst du erstmal überlegen, Tanja, was los ist? Ha? Ich hab mich ja nicht verguckt. Personalraumbesetzung oder was? Ha? Danke. Sie lügen mich in der Ewigkeit an und dann rücken Sie mit der Wahrheit raus, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Tanja, bitte setz dich doch erstmal. Nein, und ich lasse mich auch ungern niederduzen. Tanja, bitte, bitte, bitte lass mich jetzt nicht hängen. Das tut mir leid, ich kann nicht. Ich kann. Überall ist sie mit dabei, die Tanja, ne? Ja, ich meine. Immer mitmischen. Ja, klar, ne, aber ist doch super. Ich meine, ich finde das schön. Du bist ja quasi jeden Tag, musst du da auch mitdrehen. Du musst jeden Tag am Set sein. Ja. Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag aus bei einer Telenovela? Telenovela, also es ist fürs Team immer eine 60-Stunden-Woche. Die Schauspieler haben Glück, dass man dazwischen dann immer eine Stunde Pause oder drei Stunden Pause hat. Ab drei Stunden gehe ich nach Hause, schnell Wäsche waschen und komme wieder. Das ist sehr praktisch. Aber prinzipiell ist es eine 60-Stunden-Woche. Also wird richtig durchgepowert. Ja, 47 Minuten sendefähiges Material pro Tag, also eine Folge. Also nur zum Erklären, ein Film ist zum Beispiel, da dreht man 3 Minuten sendefähiges Material. Wir machen 47. Also am Tag? Am Tag. Also für einen Tatort wird zum Beispiel mal richtig 3 Minuten am Tag gedreht. Und genau. Für Sturm der Liebe wird 47 Minuten. Also genau. Quasi eine Folge denn ganz genau. Pro Tag gedreht. Genau. Wenn man jetzt mal in den Urlaub gehen möchte als Schauspieler? Ja. Das kann man von träumen. Oder man sagt 3 Monate vorher Bescheid und sagt, ich brauche mal Urlaub oder ich hätte gern Urlaub, geht es. Also 3 Monate vorher muss man spätestens Bescheid geben, damit man rausgeschrieben werden kann. Okay, das dass heißt, die Rolle das dann auch so in Urlaub fährt. Also er ist in der Kur oder was oder weiß ich nicht. Oder im Koma oder was auch immer. Es gibt alles Mögliche. Ja, das hatten wir schon mehrfach, ehrlich. Doch. Dann werden noch ein paar Koma-Szenen aufgezeichnet und dann wird er mal wieder eingespielt. Ja, genau. Das stimmt. Ja, wirklich. Ja. Ich weiß hier, Lorenzo Pattani, der lag mal im Koma, das weiß ich. Wisst ihr? Konnte sich an seine Liebe nicht mehr erinnern. Ne? Ja, und jetzt hat er schon eine zweite Frau. Das geht ja rucki-zucki bei uns, sag mal. Meine Herren, doch. Ja, im Film ist alles möglich. Wie reagiert wohl ein Polizeischiff, wenn er geblitzt wird? Und warum muss ein Pinguin eigentlich zur Gastroskopie? Tja, das sind Fragen, die jetzt beantwortet werden. Und zwar diese und andere Fragen aus aller Welt vom Kollegen Dominik Ziesemer. Pinguine sind im Grunde nicht anders als Menschen. Wenn die nur riechen, dass ihnen ein Besuch beim Arzt bevorsteht, versuchen sie alles, um abzuhauen. Nützt aber diesem Pinguin aus einem chinesischen Zoo auch nichts. Er muss sich einer Magenspiegelung unterziehen, weil er an Magersucht zu leiden scheint. Das Ergebnis, es lag nicht an schlanken Pinguin-Models als Vorbild, sondern einem ganz profanen Stück Plastik, dass der Frachtträger keinen Hunger mehr hatte. Und dann ab sofort wieder guten Appetit. Im Londoner Kaufhaus Selfridge nehmen die Damen nach dem Einkauf gerne noch ein Prosecco auf dem Dach des Hauses. Jetzt ist zu dem vertrauten Kaffeekränzchen noch eine weitere Attraktion dazugekommen. Man sitzt zwar immer noch auf einem Londoner Kaufhaus, man tut aber so, als wäre man in Venedig. Auf 400 Quadratmeter wurde Wasser zusammengeschüttet, damit man die exklusiven Häppchen im Bötchen genießen kann. So sieht Dekadenz pur aus. Das hier rechts ist Inocencia Hernandez aus Guatemala. Die hat zwar kein Wasser in ihrer Wohnung, aber in ihrem Schlafzimmer ein Loch, 12 Meter tief. Mitten in der Nacht reißt es die 65-Jährige aus dem Schlaf. Unter ihrem Bett nur noch schwarze Luft. Offizielle Stellen sagen, offenbar ist die Erde unterhalb des Gebäudes aus Vulkangestein, das gerne mal zusammenbricht. Unser Tipp, wenn man ein bisschen Wasser reinmacht, kann man es als tiefste Badewanne der Welt nutzen. Geschwindigkeitskontrollen sind immer unangenehm, vor allem für diejenigen, die erwischt werden. Wenn man aber den eigenen Chef erwischt, ist es auch für die Polizisten unangenehm. Aber der reagiert ganz cool, lobt seine Untergebenen sogar und sagt, ihr habt einen tollen Job gemacht. Immerhin war der Polizeichef 30 Kilometer zu schnell. Wir empfehlen, das nächste Mal einfach Blaulicht einschalten. Das sieht aus wie eine Amateur-Modenshow, ist aber eine zutiefst politische Veranstaltung. Denn hier wird Wahlwerbung gemacht für, vielleicht haben Sie es auf dem T-Shirt schon erkannt, Wladimir Putin. Auch in Werbespots zerreißen sich die Anhänger förmlich für ihren Ministerpräsidenten. Das Programm des Kandidaten wird schnell klar. Wenn Putin regiert, sind die Straßen sauber. Zumindest die Autos. Und er ist wahrlich einer, der sich aufreibt. Politikwerbung 2011.